MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin moin, liebe Achievement Hunter, Susako am Start. Mit dem Erfolg, seid kein Spielverderber. Bezwingt die älteste Lexa im tiefen Pfuhl auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, ohne dass ein Gruppenmitglied mit Jihoons Verderbnis belegt wird. Die Fähigkeiten der ältesten Lexa belegen Spielcharaktere mit Jihoons Verderbnis. Dieser Effekt verursacht pro Sekunde Schattenschaden und absorbiert erhaltene Heilung. Dieser Effekt ist stapelbar. Nur ein einziger davon auf einem der Mitspieler und der Erfolg ist vorbei. Ihr müsst den Boss resetten und neu anfangen. Die anderen Fähigkeiten schauen wir uns gleich an. Das Wichtigste zuerst. Ihr braucht eine Kick-Rotation. Das bedeutet, eure Mitspieler sollten allesamt eine Fähigkeit zum Unterbrechen des Bosses besitzen. Hier habe ich mal ein Beispiel gestellt mit Tritt vom Schurken, Gedankenfrost vom Todesritter, Windstoß vom Schamanen, Gegenschuss vom Jäger und den Sonnenstrahl vom Eulendruiden. Wir sehen, dass diese Fähigkeiten unterschiedliche Cooldowns haben. Im allgemeinen Fall liegen diese bei 12 bis 15 Sekunden. Als Hunter hat man es mit 24 Sekunden schon etwas schwerer und als Eulendruide mit einer Minute eigentlich absoluter Abfall. Hieraus gilt es nun, eine passende Kombination zu basteln, sodass ihr die ganze Zeit den Boss und auch später das Abbild unterbrechen könnt. Die Fähigkeit Blutblitz muss dauerhaft unterbrochen werden. Diese wirkt der Boss in 2 Sekunden. Die älteste Lexa trifft einen Spielcharakter und fügt ihm Schattenschaden zu. Das darf nicht passieren. Blutspiegel wirkt auch in 2 Sekunden, lässt sich nicht unterbrechen. Die älteste Lexa erschafft ein Blutbildnis ihrer selbst. Auch dieses wirkt automatisch Blutblitz und muss daher auch unterbrochen werden. Das bedeutet, je länger ihr den Kampf zieht, je mehr Spiegelbilder müsst ihr unterbrechen. Es sollte also maximal nur ein Spiegelbild erscheinen. Und dies sollte auch gefokust werden. Bluttriefendes Festmahl wirkt in 2 Sekunden. Auch dies lässt sich nicht unterbrechen. Die älteste Lexa teleportiert sich zu einem zufälligen Spielcharakter und beginnt bluttriefendes Festmahl zu wirken. Dieser Effekt fügt allen Spielcharakteren innerhalb von 4,5 Metern Schattenschaden zu. Dort müsst ihr euch also sofort rausbegeben und weit genug weggehen. Und zu guter Letzt, schleichende Fäulnis wirkt in 3 Sekunden. Auch diese lässt sich nicht unterbrechen. Die älteste Lexa beschwört eine Verderbnis, die sich nach vorne bewegt und alle Spielcharaktere, die im Weg stehen, alle 0,5 Sekunden Naturschaden zufügt. Auch dieser müsst ihr ausweichen. So, als erstes sollte am besten immer der Tank bzw. ein Jäger unterbrechen, weil der einen ziemlich langen Cooldown hat. Ihr seht ja, das Ganze wird unterbrechen. Das. Ihr solltet ein gängiges Voice-Tool nutzen, um euch gegenseitig abzusprechen. Es gibt auch Add-ons, die anzeigen, wer gerade unterbrochen hat im Chat. Da hatten wir auch schon das Blutmal und da haben wir auch die Fäulnis gesehen. Einfach beidem ausweichen. Hier kommt das Add. Kleiner Tipp, als Todesritter einmal grippen. Das unterbricht das Ganze auch. Ihr solltet das umfokussieren. Auch hier sollte ganz klar abgesprochen sein, wer wann das Add kickt und dann einfach nur noch den Boss durchbürsten. Ausweichen und bürsten ist alles, was ihr machen müsst. Viel mehr gibt es nicht zu tun. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Abonnieren, kommentieren, liken und bis später in der Battle of Azeroth.